Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Exorcism. Mit dabei sind wieder die Sora. Hi. Der Taker. Hi. Und der Zero. Hallo. So, und wir haben, ich konnte mir zum Glück eine neue Karte leisten und nach neuem Update gab es wohl eine neue Zirkuskarte und einen Clown. Gut, ob wir den Clown kriegen, wissen wir jetzt nicht. Aber auf jeden Fall können wir den Zirkus der Hölle besuchen. Ja, ich freue mich. Und nee, ist jetzt, wenn ich sage, dass wir hoffentlich nicht den Clown kriegen, weil da dran steht, dass man dafür ein ganz, ganz hohes Level haben muss. Na, sehen wir mal. Und ich bin darüber nicht traurig. Ich möchte den Clown nicht. Ich hasse Clowns. Auch schon seit meiner Kindheit habe ich Angst vor denen. Kiste ist dabei? Ja, und die Kiste ist dabei. Steckt auch noch oben drin. Okay. Ist Kiste noch da? Die im Dach, ja, die andere nicht. Oh, na gut. No, wir müssen wieder mit der Entität sprechen und ich nehme wieder meine... Also ich würde wieder die Kamera für den Ursprungsort nehmen und mein Analyse-Ding, das mag ich. Ich habe eine Taschenlampe, ein EMF und ein Temperaturmessgerät. Das nehme ich noch mit. Also ganz ehrlich, das muss ein Bug sein mit dem Aufnahmegerät, mit dem ESP. Okay. Weil wir hatten diese Aufgabe mit der Entität sprechen, das letzte Mal auch schon. Ja. Und die war abgehakt, aber ich hatte kein ESP. Ha. Vielleicht musst du einfach nur sprechen und er reagiert auf dich. Ich mag das hier jetzt schon nicht. Tor ist schon toll. Oh, warte. Ich krieg eine Gänsehaut. So, hat er Popel? Nee. Ich wollte nicht, dass die Zähne nach mir schnappen. Ich habe Angst bei sowas. Das tut mir leid. Aber an sich ist cooles Setting, oder? Also. Ja, sehr cool. Guck mal, das Riesenrad da im Hintergrund, voll schön. Oh Gott. Ja, das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Wollen wir mitfahren, Sora? Komm, lass uns Riesenrad fahren. Oh, guck mal, da hinten sind Fliegen. Ich habe auch Höhenangst, ich will da nicht rein. Fliegen, Sora? Was? Fliegen. Wir fliegen. Achso, fliegen? Okay. Ja, fliegen im Zelt. Gut. Ich suche dabei mit der Analyse, ob ich. Achso, Gott, was haben wir eigentlich für. Wir haben. Poltergeist, Revenant, Erinnerung oder Kind? Oh Gott, ich will kein Kind. Oh Gott. Puppe? Also, es ist auf mehrere Weisen, ist das wahr, dass ich kein Kind möchte. Hier ist eine Bank mit links und rechts. Ballons und da sitzt eine Puppe drauf. Also, die man nicht sieht, oder? Doch, man. Das geht darum, dass... nicht an. Es geht darum, dass Taker die Puppe wegbringt. Oh, hast du dich diesmal erwischt? Ja. Und ich stand direkt daneben und konnte zuschauen, wie er sie alles. Puppe! Puppe hat mich umgehauen. Das Vieh hat mich weggeschubst, aber die Analyse ist bei 57%. Wer auch immer du... Ja, ich hab dich, du kleine Miststück. Also die Puppe hat mich umgehauen. Oh, okay. Ich auch? Ja, das ist normal bei der Puppe, leider. Ja. Wir haben übrigens einen Beweis durch dieses Analysegerät. Ich will da nicht wieder... was denn? Okay. Ich sag's dir gleich, wenn ich lebendig durch den Mund gekommen bin. 1N irgendwas ist es wieder... Oh Gott, ich bin ja immer... Schreib ins Buch. 1NL120. Da. Okay. Da brauchen wir nur noch einen Beweis. Schön. Schreibe ins Buch. 1NL. Oh Gott, ich habe gerade auch noch den Sniffer geholt, weil sollen wir nicht wieder verfluchte. Genau, wir sollen ja wieder okkulte Objekte finden. Wo ist denn unser. Ach da. Okay. Was wackelt hier? Ich habe den gefunden. Er wackelt hier. Scheiße, ich sterbe jetzt leider. Was? Nein, du stirbst nicht. Ja, ich habe Herzschlag, aber ich komme nicht weg, ich kann nicht rennen. Dann wirst du nur ohnmächtig. Das ist okay. Ach so. Okay. Ja, sowas Blödes. Versuch gerade zum Wagen zu kommen, verzweifelt. Oh, ich wurde nicht ohnmächtig. Du musst eigentlich nur von dem Vieh wegkommen, dann beruhigst du dich auch wieder. Also hat der geklappt. Geist war relativ komisch. Naja, mal schauen. Okay. Schreibe ins Buch. Zeichne ins Buch oder mach irgendwas mit dem Buch. Mal mir ein schönes Bild. Schreib mir einen Liebesbrief. Ja, Mist. Das ist weird, wenn das jetzt ein Kind ist, ne? Das, Es war kein Kind. Wenn du das sagst. Ich habe das EMF-Teil verloren, verdammt. Okay, ich habe hier einen Ausschlag. Ich stand ja direkt vor ihm. Ah, da. Danke.
Hallo. Okay, ja, aber noch nicht sehr stark. Oh, da schwebt ein Teddybär. Wie komme ich denn da hinten hin? Schön. Hey. Das, mich anzuhauchen, das mag ich nicht. Geh weg. Nicht das Buch aus der Hand schlagen, reinschreiben oder malen. Ich habe mehrere Signale und hier ist der Ausschlag. Das heißt, irgendwas hiervon muss verflucht sein. Okkult. Ich probiere jetzt einfach mal Teddybären durch. Wer hat denn die Kamera? Ich nicht. Weil die auf der Bühne ist der Schreckensursprung. Oh, den müssen wir fotografieren. Ah, krass. Hab ich. Ist es okay, wenn ich hier erstmal gucke, was das okkulte Objekt ist? Ja. Oder mein... Ach, hier meinst du? Ja gut, dann okay, fotografiert. Aber reagiere doch einfach. Hier ist doch nichts, was auf der der Dings ist. Aber irgendwas hier davor muss verflucht sein. Wie gesagt, ich trage hier mal einzeln die Teddybären weg, bis ich den finde, der es ist. Haben wir eigentlich schon die Aufgabe erledigt, mit dem Geist zu sprechen? Ich habe hier übrigens einen Teddybären gefunden. Bringt den jemand zum Wagen? Dann kann ich den zweiten suchen. Gib her, ich bin hier. Ich habe den hier vorne und dich. Dankeschön, weil das musste das erste verfluchte Objekt sein. Aber hier stand multiple Signale, deswegen. Hier ist auch noch eine Kiste, die man aufheben kann. Wenn es auf der Bühne war, auf der Bühne ist nichts. Also das absolut nicht auf der Bühne. Hast du die gerade dahingestellt? Ich habe sie wieder hingestellt, ja. Nicht mal hier vorne in die Ecke, weil da stand auch eine und da ist ein Ausschlag. An der Kiste? Ja, die ist es aber nicht. Okay. Hier der Ball. Also hat ein Analyzer und Fliegen. Nein. Die macht ihr. Buch hat nicht funktioniert, ne? Nee, ich bin über den ganzen Zirkus gelaufen und da hat nichts reingemalt oder geschrieben. Also Temperatur hat auch nicht funktioniert. Selbst als er da stand, habe ich um ihn rum gemessen, da war es immer noch eine Temperatur. Also da war kein Null oder Negativ. Ja. Okay. Sag etwas. Da ich hier draußen auch einen Ausschlag. Ich probiere mal, ob hier draußen vielleicht einfach irgendwas ist. Achso, und das EMR-Ding, oder wie das heißt, hat auch nicht ausgeschlagen, selbst als ich neben ihm stand. Also nur auf 2, mehr nicht. Okay. Ich mit mir... Ich habe hier übrigens ein Klopfen. Also es könnte eventuell Umgebungsgeräusche sein. Ja, ich höre auch das Klopfen. Das müsste ja dann... Willst du nicht die Kamera wegnehmen, du kleines... Ist blach. Dankeschön. Schalte das Licht aus. Schalte dieses Licht aus. Nein, nicht dieses Licht. Dieses Licht. Das orangene Licht. Du kannst auch einfach nur drauf losprappeln. Was passiert? Wo bist du? Im Wagen. Oh, er hat mich. Ah, okay. Alles klar. Wo bin ich? Hier sitze ich. Was soll das denn hier sein? Hat er jetzt reagiert? Also, du bist doch im Wagen, oder? Ich bin im Wagen, da war gar nichts. Ist der. Ja, ist aber das Ziel erfüllt mit dem Sprechen? Warte. Nein. 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 Okay. Ich habe hier einen Affen, der unsichtbar ist, falls jemand eine Sofortbildkamera hat. Oh, ich habe eine. Ich kann kommen. Gut. Ich bin... Wo denn? Da, wo du den Teddy abgeholt hast? Bei der Bühne. Ah, ich weiß wo. Genau. Ja, ich komme. Bin da. Okay. Hallo. Oh, jetzt ist es abgehakt. Und dann ist das... Wenn du hier bei der Bank direkt neben dem... Da. Hab. Sehr schön. Ich bring mal weg. Und schon hat mein Ding aufge... Gut, weil das müssten die zwei verfluchten oder okkulten Objekte sein, die wir brauchen. Hat hier gerade jemand eine Tür auf oder zugemacht? Nee. Weil ich hier ein Knarzen gehört habe, direkt an meinem... Hab ich auch gehört, deswegen sage ich ja, ich würde bei Umgebungsgeräusche sagen, weil... Ja. Das waren jetzt schon mehrere Dinge, die definitiv zur Umgebung gehört haben. Ja. Also wie gesagt, auch EMR und Dingens hier.
Geräusch. Nee, Temperatur waren es nicht. Temperatur und EMR nicht. Okay, dann brauchen wir nur noch, was das für eine Kategorie ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also nur sehr weit weg war. Er stand also vollständig da schon. Also vollständig und im Stehen. Ja. Also er stand vollständig, hat mit dem Kopf gewackelt und das eine Mal, wo er sich bewegt hat, ist er gekrochen. Echt? Ah, okay. Ja gut, aber wir sollten vielleicht noch ein, zweimal sehen, bevor wir ihn... Aber wir könnten schon mal ein paar Sachen ausprobieren. Zum Beispiel Fliegenbefall mit Räucherstäbchen sollen wir machen. Das könnten wir schon mal ausprobieren, ob das funktioniert. Okay, warte. Also wir tragen jetzt einfach mal spaßeshalber was ein. Ich habe jetzt vor Ort gemacht, mal um rumzuprobieren, ob die Sachen sich erfüllen. Nein, ich meinte jetzt wegen der Entität. Also ich dachte, vor Ort, wenn wir uns... Moment. Ich habe Poltergeist mal eingetragen. Also ich habe nur stehend bisher gesehen, nicht krabbeln. Hat er sich denn... Ja gut. Warte mal. Was? Also Fliegen wegräuchern hat auf jeden Fall funktioniert. Das war auf jeden Fall eine Aufgabe. Du hattest einen Poltergeist, sagst du, ja? Ja, ich habe Poltergeist gemacht und da ist ja Räucherstäbchen, um Fliegenbefall auszurotten. Das hat auch funktioniert. Das könnt ihr auf jeden Fall abhaken. Ja, das ist aber beim Revenant auch drin. Ja, ich wollte die gerade mal vergleichen. Was ich weiß. Was ist denn noch beim Poltergeist? Also beim Poltergeist haben wir noch Neutronengewehr auf den Geist schießen, Tigerauge verletzen und das Exorzismusbuch am Schreckensursprung. Okay, theoretisch könnten wir den Revenant dann ausgleichen, wenn wir kein Totem finden. Weil Totem. Wir müssen ein Totem. Hat jemand das den Sniffer? Gerade kriegt er. Kriegt er denn? Okay. Er ist hier in das Zelt hier hinten rein. Kriegt er aber oft, ne? Das Hauptzelt? Oh, ja. Da sitzt die Puppe vorne. Auf der Hauptmanege. Und da hinten sitzt er gerade. Dann hole ich nochmal den Sniffer, aber wie gesagt. Ja, steht er auf. Soll ich schießen? Nein. Kannst du machen. Jetzt ist er weg. Ah, schade. Aber ihr könnt euch drauf schießen. Wir müssen ja mehrere Sachen machen mit ihm. Ja, ich habe aber vorher bin ich schon fast alles abgelaufen. Ich habe nirgendwo ein rotes Ding, aber das kann gerne noch mal jemand anderes. Aber, ja. Ich würde halt auch ich bin für Poltergeist. Irgendwie. Ja, wie gesagt, ich will ja deswegen gerade ausschließen. Wenn wir kein Totem haben, dann kann es nicht der Revenant sein. Genau. Denn für den Revenant bräuchten wir das, um ihn loszuwerden. Yep. Aber ich war auch zum Beispiel hier in dem Zelt noch nicht drin, weil es ist dunkel und ich habe... Nicht weiter vor. Was? Ach so, das ist was anderes. Aber der Revenant kriegt doch durchgehend, oder nicht? Ja, der Revenant ist eigentlich... Der ist auch aufgestanden. Ja, weil der Poltergeist, der steht nämlich. Also ich habe ihn jetzt gerade normal laufen sehen. Ich auch schon, ich habe ihn auch laufen sehen. Also für andere unsichtbar war. Okay, dann muss ich nicht, dann ist es auf jeden Fall nicht der Revenant. Und das Kind glaube ich aber auch nicht, ne? Das passt ja nicht. Nein, das Kind auf keinen Fall, der war groß und... Ja. Ich bin ganz auf euch angewiesen. Ich habe ihn tatsächlich, wie gesagt, noch gar nicht gesehen. Ich habe ihn irgendwo in der Entfernung klein rumkrauchen sehen. Da war aber zu weit weg und ich wollte eigentlich ein Foto von ihm machen für unsere... Das ist definitiv Umgebungsgeräusch. Ich habe schon wieder was knarzen. Ja. Ich bin gerade schon wieder laufen. Wo denn? Ich sehe was schweben. Er ist zwischen den Zelten durchgelaufen. Okay. Und jetzt ist man kann gut. Die Fackeln anmachen. Das ist ja cool. Oh Gott. Weg. Ja, irgendwas. Ich hänge fest. Ich habe keine Ahnung, von wo er kommt. Bei den Zelten ist er, glaube ich. Ich glaube nicht. Oh nein, hier ist der Sackgasse. Scheiße. Ja. Ist okay, er hatte mich. Ihr seid sicher. Oh, okay. Voll in Panik, denn das bringt ja mich was um. Okay. Ja, jagt euch, oder wie? Ich habe ihn aber dummerweise immer noch nicht, also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur sein Händchen von hinten gesehen. Ah, geh mal zum Wagen, damit dein Bäuchlein nicht mehr wehtut. Oh! Ich habe ihn, er ist sehr komplett, ja. Was wurde? Definitiv kein... Er stand definitiv kein Kind, ich kann aber nicht glauben, ich versuche mal zum Wagen zu kommen, weil ich noch sehr langsam bin. Das würde ich gerne erholen. Oh Gott, okay, er kriecht. Er kommt kriechend angerannt. Happen! Ich habe mit dem Tigerauge erwischt. Er ist verdampft. Also es war auch richtig. Tigerauge war richtig. Okay. So, das heißt, wir sagen, es ist ein Poltergeist. Ja, also wir müssen jetzt noch, dann ist es nochmal ein Neutronengewehr auf den Geist schießen und das Exorzismusbuch. Sora! Möchte jemand das Exorzismusbuch benutzen oder soll ich wieder? Ach komm, ich versuch's mal. Wenn es richtig ist, dann klappt's ja auch, ne? Ja, normalerweise schon. Dann gehe ich da mal hin. Ist die Bühne gewesen, ne? Wo ist mein... Ja.
Ja, das ist mein Fotoapparat. Der hat er mir weggenommen. Jo. Miststück. Wo hat er mich denn umgehauen? Ich dachte, ich hätte ihn wieder. Hast du nicht vor den Zelten? Irgendwo? Ja, okay. Mein Fotoapparat. Ach, dann habe ich den. Ja, gut, wir brauchen ja eigentlich nicht. Wir wissen ja, wo es ist. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Nee, funktioniert nicht. Du, der du diesen Ort heimsuchst? Also es flackert schon wieder nur Gold, aber es bleibt nicht. Was ist nicht los? Auch mal das Gewehr haben, bitte. Ist es dann doch falsch? Danke. Rache. Jetzt bei beiden, okay. Ich hab mir seine Waffe überlassen, jetzt töte ich dich. War wirklich bei beiden. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Geht denn jetzt Zero hin? Zero Straighter. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Ne. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Sora, wie sieht's aus, wenn man's richtig macht? Bleibt es dann golden? Nee, dann wird es weiß. Weiß. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Also entweder stehe ich falsch oder es ist es nicht. Also irgendwie... Gut, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber die Dinger sind da... Du müsstest jetzt eigentlich am richtigen Ort stehen. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Das merke ich mir, Taker. Nee, es flackert wieder golden und dann ist es weg. Also irgendwie funktioniert es nicht. Okay, haben wir irgendwas falsch gemacht? Falsch. Vielleicht, warte mal, ich probiere mal ganz kurz aus, wenn es nicht Umgebung wäre, sondern ein anderer Beweis. Also nicht vor Ort, meine ich. Geh vor. PSP wäre... Trotzdem ernst, ja, das muss... Rezitieren. Hier ist ein Kürbis. Radio wäre... Noch eine. Zwei Kürbisse. Mist. Radio könnte es theoretisch sein. Radio? Okay. Ja, wenn es Audio wäre, könnte es noch Radio sein. Dann wäre es... Zerstöre das Tote mit einem Neutronengewehr. Haben wir denn Tote gefunden? Nee, ne? Nee, aber die beiden haben da hinten noch ein Labyrinth. Wenn davon einer also das, den Sniffer mitnimmt, dann können die das gucken, ob da vielleicht irgendwo ein Totem drin ist. Also ich bin der Meinung, dass das mit dem Buch nicht funktioniert. Nein, der hängt an ihrem Gürtel. Ja. Also die Jungs machen gerade Sniffer. Nee, nein. Der ist bei nein, mir, aber ich... Ja, aber wenn ihr ihn mitnimmt... Ihr kennt meinen Orientierungssinn, ich will nicht in den Labyrinth laufen. Kannst du auch mir geben? Wo bist denn du? Noch hier? Soralein? Ja, warte. Ich versuche gerade... Ich stehe jetzt am Eingang zum Labyrinth, aber ich weigere mich da reinzugehen. Ja, ich mach das. Komm, Gewehr. Ich habe wirklich, ernsthaft, keinen Orientierungssinn. Das ist eine ganz schlechte Idee für mich. Oh, ich muss mal was wieder raus. Ich pack mal Buch hier hin. Kann das jemand nehmen? Nicht das, was doch noch brauchen und dann finden wir es nicht. Oh, scheiße. Oh, danke schön. Hab den Geist abgeschossen. Sehr schön. Das können wir schon mal markieren, ne? Genau, dann haben wir das auf jeden Fall in der Ghostpedia. Hat es auch funktioniert, ne? Das hat das Geräusch gemacht. Ja, aber ich glaube, ja. Deswegen, theoretisch, wenn wir einen Totem finden, dann wär's das. So. Und ich habe halt vorher nichts von dem Labyrinth gewusst. Das heißt, es kann gut sein, dass da drin noch irgendwo ein Totem ist. Gehst du bitte nochmal weg da hinten, Viech? Lief da gerade so. Also bei mir ist er gerade auch gegangen, also aufrecht. Ja. Das heißt, es kann tatsächlich kein Revenant sein. Und er ist zu komplett für eine. Wer ist? Für eine Erinnerung. Also bis jetzt habe ich im Labyrinth keinen Ausschlag von Totem. Also ihr könnt auch gerne den Rest, also ich habe halt nichts gefunden, aber vielleicht habe ich einfach eine Ecke übersehen, weil der Platz hier ist relativ groß. Ich hatte vorher auch das große Zelt hinten noch nicht. Okay. Also ich bin dann einmal mit dem Ding da rein, aber da hatte ich keinen Ausschlag, aber nur so als Beispiel, vielleicht habe ich wirklich einfach irgendeine Ecke. Okay, Labyrinth bin ich komplett abgelaufen, ist es nicht. Okay. Ja, theoretisch müsste er sonst schon in dem Gebiet, dass es da irgendwelchen Ausschlag gibt. Auch schon hinten im Zelt? Ja, war ich. Okay. Oh, jetzt gucke ich mal hier noch. Also jetzt gucke ich noch im großen Zelt hier.
Und den Ball hier mitten im Labyrinth hast du auch schon. Ich war da überall, ja, da war es wirklich nicht. Also, okay. Bin der Meinung, da war nichts. Dürfte eigentlich keine Stelle übersehen haben. Haben wir das mit den Temperaturen schon gehabt? Da habe ich gemessen und auch direkt am Geist und so, und da war gar kein Ausschlag. Also da blieben wohlige 15 Grad die ganze Zeit. Okay, haben wir das Buch schon versucht? Ja, das habe ich schon versucht. Allerdings habe ich ja auch erst jetzt das Labyrinth entdeckt. Da bin ich natürlich noch nicht durchgelaufen. Weil ich versuche gerade noch andere Sachen zu finden. Hey. Bei mir schwebt da gerade was durch die Luft. Ja, da vorne. Da war er gerade. Kein Ausschlag mit dem Sniffer. Also nur ansonsten hätten wir noch die Möglichkeit, dass es auf irgendeiner Oberfläche Zeichnungen gibt. Wenn jemand den Fotoapparat... Wo ist denn der? Der müsste... Taker, möchtest du das Gewehr zurück? Ja. Oder willst du lieber den Fotoapparat? Na, ich würde das Gewehr nehmen. Okay. Weil mit dem Fotoapparat, wenn man da irgendwelche Schrift oder sowas sieht, dann wird das auch angezeigt, was es ist. Das heißt, wenn irgendjemand mit mir nochmal, damit ich mich nicht verlaufe. Ja, ich komme mit dir. Also, das heißt, wenn ich den Fotoapparat nochmal finde. Wie gesagt, ich glaube, der Geist hat mir den vorher aus der Hand Nein, da ist er. Alles gut. Okay. Wo möchtest du hin? Überall einfach. Ich würde die ganzen Wände mir einmal angucken. Deswegen, ich habe, wie gesagt, keinen Orientierungssinn. Deswegen bin ich immer nicht sicher, ob ich irgendwas übersehe. Aber das zeigt es eben genauso wie bei der Entität und dem Ort des Schreckensursprungs an. Wow. Oh oh. Okay, da hinten ist er. Ich gehe mal in eine andere Richtung. Oh, in die Kappe. Aua. Gott, ist das laut. Autsch. Nicht gut. Oh, ich bin tot. Was? Ja. Ja, ich bin tot. Der hat mich gekillt. Oh nein. Aber der hat mich doch das erste Mal nur erwischt. Ha, krass. Ich kann Sachen noch durch die Gegend schmeißen. Ja. Ja. Ha. Ey, schlepp mich nicht weg, wenn man mit Leichen spielt. Ich wollte dich nur mit zu uns nach Hause mitnehmen. No. Damit du nicht hier liegen bleiben musst. Nicht einmal durchs Labyrinth. Ich guck mal, ob ich wieder rausfinde. Seht ihr aber mich hey, als Geist ich oder nicht? Eine Taschenlampe. Nee. Also ich sehe nur mit meinem Gewehr eine Kugel von dir. Ah, cool. Aber wir sehen halt, wenn du Sachen durch die Gegend trägst, als wird, dann schweben die halt. Ob ich jetzt den Geist besser sehe, also den Bösen? Du kannst dich direkt neben ihm stellen, ohne dass was passiert, ja. Mhm. Da will jetzt nicht raus. Bist du noch im Labyrinth? Ja. Du bist gerade vorbeigelaufen. Oh, ich glaube, ich bin irgendwo wieder rausgekommen. Ach, Gott sei Dank. Bäh, blöd Puppe. Oh, Puppe. Ach, deswegen vielleicht. Vorhin hat mich ja die Puppe mal erwischt. Stimmt. Ja, gib Ruhe. Meine Herren. Was war das? Die Puppe. Oh, du stehst vor mir. Hey, Lenfield. Hi. Hi. Ach, die Puppe. Ja, ich sehe dich durch die Kamera. Ich hab angefangen, sie zu tragen. Sie hat erstmal nichts gemacht und dann auf einmal... Es wäre mega cool, wenn man tot ist, mit dem den Geist irgendwie aufhalten könnte, dass der euch nicht angreifen kann. Das wäre witzig, ja. Aber was du machen kannst, ist uns beschreiben, wie der aussieht. Das ständige Geknarze, glaube ich, halt wirklich ist. Also am ehesten würde ich ja sagen, es sind wirklich Umgebungsgeräusche. Aber alles, was dann halt stört dabei ist, der Geist läuft. Und wir haben keinen Tote. Oh nein, die Puppe ist bei den Orbs. Verdammt. Das Exorzismusbuch hat auch nicht funktioniert. Das ist... Taker, bist du in meiner Nähe? Gerade nicht, nein. Hat jemand mein Gewehr eingesammelt? Ja. Ah, okay. Sora, du kannst ja auch nochmal mit dem Exorzismusbuch probieren. Vielleicht hat es bei mir nur nicht funktioniert. Also ich würde sagen, dass es nicht funktioniert, aber
Hey! Kann ich? Würdest du, würde Taker einmal oder irgendjemand einmal auf die Puppe schießen, damit die da weggeht? Weil dann muss ich da hoch. Warte, wo bist du? Bei der Bühne in der Nähe. Bei Bühne. Genau da. Ich sehe dich. Und wo ist die Puppe? In meinem Gesicht. Jetzt ist er weg. Okay, das geht natürlich auch. Ja. Okay. Nein, jetzt habe ich wieder Bauchschmerzen. Ich wollte ja alles durchgucken, ob ich irgendwo was... Nee, nicht. Wieso? Okay, versuchen wir es mal. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Nein. Nee, ne? Leuchte golden und ist dann wieder weg. Genau, das schleppt nicht. Deswegen, also wir können es im Prinzip Ausschlussverfahren sagen. Ja. Es ist kein Exorzismus, bei dem wir aus dem Buch rezitieren müssen. Wenn wir Oberfläche Schrift irgendwo hätten, dann zerstören Sie das Beschwörungspentagramm mit einem einer Weihwasserkapsel, suchen Sie es mit einer Kamera und machen Sie es damit. Das wäre bei Schrift. Mhm. Bei einer Zeichnung hätten wir, da würde nur noch die Weihwasserfalle fehlen. Beschmeißt doch mal den Typen einfach mit Sachen und guckt, ob es funktioniert. Also mit Weihwasser, mit Tiger. Ah nee, Tigerauge habe ich ja schon gemacht, ne? Ja. Ja. Schmeiß einfach mal Weihwasser drauf und guckt, ob es irgendwas macht. Haben wir EMF nur nach. Nein, das ist nicht. EMF hat irgendwas ausgeschlagen, aber er hat mich weggezogen. Okay. Ah, ich bin tot. Was hatte bei mir mal nur zwei Dinger ausgeschlagen und das war's? Ich weiß nicht, ob es bei dir mehr gemacht hat. Wir haben sehr hohe Verluste hier. Ja. Ich wollte gerade gucken und dann war ich tot. Okay. Oh, ich sehe deine Geisterkugel. Ich schmeiß dann mal das Exorzismusbuch hier weg. Ja, das EMF zeigt nur zwei Dinger an. Ich kann es sogar jetzt noch benutzen, wenn ich tot bin. Ja gut, aber es kann ja sein, dass es, weißt du, dann noch höher ausschlägt irgendwann. Also zumindest bin ich jetzt aus fast. Ich lauf mal mit rum. Dass es ganz oft nur zwei oder kleiner zeigt und dann halt irgendwie, wenn ein bisschen Action da ist, dass es dann höher geht. Wisst ihr, das Gute ist, ich bin ja tot. Das heißt, ich kann nicht mehr sterben und ich kann das Ding aber trotzdem aufheben und da es noch aktiviert ist, kann ich es die ganze Zeit rumtragen. Das ist ganz gut. Hatten wir schon Audio? Also ist damit jemand überall rumgelaufen? Nee. Dann hol ich mir das jetzt und lauf damit rum. Nein. Komm wieder her. Hallo. Kannst du mich hören? Hallo. Kannst du mich hören? Du lässt da was schweben. Kannst du auch was sagen? Ach nein, es ist Lampy. Okay. Das bin ich. Ja, Lampy kann sprechen. Ja. Hallo. Hi. Kannst du mich hören? Wie heißt du denn? Janine. Bist du denn schon lange tot? Nein, erst zwei Sekunden. Bist du vielleicht ein Kind? Nein. Schön wär's. Ist gerade Taker denn hier schweben, oder? Ich glaube ja, hier ist eine Kugel. Okay. Nein. Ich lass nicht schweben. Hör auf, Taker! Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses Ding hier nicht weiter aufschreiben kann. Steht dir zu. Hallo. Da ist eine Sackgasse. Ha! Hallo, kannst du mich hören? Sprich mit mir. Gib mir ein Zeichen. Hau mal den Taker. Ach nee, hast du ja schon. Hallo. Mach bitte, dass da ein Audioausschlag ist, sonst müssen wir davon ausgehen, dass es Audio vor Ort ist und dann müssen wir einen Tod empfinden, das nicht existiert. Nein, da ist die fucking Puppe, zu der gehe ich jetzt nicht hin.
Hallo. Hey, Puppe. Ich verrate dir jetzt mal nicht, dass du gerade eben dicht an der Puppe vorbeigelaufen bist und sie nichts getan hat. Ja, ich weiß. Es ist, die Puppe macht auch meistens so eine Anguckung. Bist du hier? Könntest du mal vielleicht bitte... Hallo. 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 Please hold the line. Hallo. Wir müssen jetzt hier schöne Fahrstuhlmusik einblenden. The number you're calling is not available at the moment. Du hast Licht... Ach nee. Sag mal, das muss doch Audio vor Ort sein mit dem Geknarze, oder? Ja, ich find's auch komisch. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Nimm mal, ganz blöde Frage. Irgendwas, was wir vorhin da weggenommen haben. War das irgendwie... Theke, hast du schon auf eins der Objekte geschossen? Nein. Mach mal. Ich hab den also Sniffer gerade. So schießwütig bin ich jetzt auch wieder. Da schieß mal drauf, guck mal, ob das... Das ist ja ist. Sowas von gelogen. Weil es war zwar nicht rot, aber... Who knows? Wieso liegen da so viele Sachen vorne? Wir brauchten doch nur zwei. Also ich habe damit schon mal rein gar nichts zu tun. Ich weiß, ich habe den Teddy vorgetan und dann, was habe ich noch? Und diesen Äffchen. Also das hier war auch. Das sind die beiden Objekte, bei denen es. Ja. Also ich habe gerade eben einmal quer drüber geschossen, nichts hat reagiert. Okay. Also auf jeden Fall also nicht die Dinger. Also von mir kommt der Ball, von mir kommt das Popcorn und der Kegel. Seit ich tot bin. Räum einfach den ganzen Zirkus dahin. Okay, das mit dem Teammitglied und Sprechen hat aber funktioniert. Ja. Ich bin verwirrt. Okay. Ja, unmittelbar nachdem ich in den Truck gelaufen bin, als ich angegriffen wurde. Also ich war auch verwirrt. Erst sagst du, es ist nicht abgehakt gewesen, dann gehe ich in den Truck und es ist abgehakt. Als du mich gefragt hattest, war da noch ein X tatsächlich. Da war da noch nicht abgehakt. Ja, glaube ich dir. Seltsam. Ich hab mal abgeschossen. Okay. Ist da was passiert? Also hatten wir ja schon, ne? Warte mal. Ich versuche noch mein Leben zu retten. Einfach nur aufgelöst. Okay, also nicht irgendwie. Da mich ja schon zweimal gepokt hat, dachte jetzt wollte ich einfach nicht sterben. Was war das? Was ist denn das für ein Buch, was hier liegt? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Puppe sitzt jetzt hier neben der Zelte auf der Bank. Was? Wo? Die habe ich doch gerade weggeschossen. Na, die sitzt jetzt hier wieder auf der Bank. Neben den Zelten. Also gerade eben ich habe das EMR daneben gelegt. Ja, genau hier. Ich bin so verwirrt. Wenn wir jetzt einfach mal fluffig davon aus... Nochmal, oh Gott. Also, kein EMF, keine Temperatur. Ach, Buch wollte es auch. Aber wie richtig gesehen? Buch wollte es auch nicht. Ja. Kommst du mal hier hinter das pinke Zelt? Hier nehmen wir einfach das Buch nochmal. Aus Verzweiflung. Was ist das für ein Buch, was hier liegt? Hat schon mal jemand Weihrauch auf das Vieh geschossen? Weiß nicht. Vielleicht das Ritualbuch? Oder nee, das Malbuch? Nee, Malbuch habe ich in der Hand. Ritualbuch ist ein Ding. Leute, nimmt mal einen Weihrauch. Schmeißt mal Weihrauch drauf. Ein Weihrauch. Weihrauch oder Weihwasser? Weihrauch. Probiert mal. Weil dann hätte ich einen Verdacht. Okay. Ich habe einen Weihrauch in der Hand. Das muss ich so viel nur nochmal sehen. Ich warte jetzt einfach, bis er hier wieder auftaucht. Also du, wenn man tot ist und an einer Lichtquelle vorbeikommt, das ist super scheiße hell. Soll ich die Fackeln wieder ausmachen? Ach, geht das? Weiß nicht, also... Ja, wenn du auch einen Weihrauch hast, dann stell dich einfach irgendwo hin, wo ich nicht bin. Dann haben wir eine bessere Chance, dass einer von uns beiden erwischt. Aber ist doof für euch, wenn die Fackeln aus sind, oder? Dann seht ihr ja nichts mehr. Na, dann ist es für uns recht dunkel, richtig. Ich meine, das wird uns jetzt nicht stören, oder? Wir sind ja tot. Hm.
der denn? Wo sind die denn alle? Ach, da. Komm raus, Geist. Ich mach jetzt so lange deine Puppe kaputt, bis du dich zeigst. Bleib doch einfach irgendwo, wo ich nicht bin mit dem Weihrauch, damit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass einer von uns ihn abfängt, statt dass wir jetzt beide... Ich hab aber keinen Weihrauch. Dann holt ihr ein. Dann hab ich aber das Protongewehr nicht mehr in der Hand. Aber wozu denn? Um die Puppe abzuwehren. Wenn die Puppe irgendwo liegt, dann bleibt die da auch liegen. Die verschwindet ja nur, wenn wir drauf schießen. Dann hör auf, drauf zu schießen, wenn sie irgendwo ist, wo sie relativ harmlos ist, und versuch den Geist zu finden. Wir haben keinen zweiten Weihrauch. Nein, vorhin wurde einer eingesetzt. Ach, um die klar, Fliegen für die Fliegen. Ja, ach, stimmt. Shit. Wir haben nur noch einen. Ja, okay, gut. Hm. Stimmt. Na gut. Ihr könnt ja auch mal alles versuchen. Ihr könnt auch Weihrauch, Salz, schmeißt alles drauf, und wenn irgendwas geklappt hat, dann hey, yay. Ja, ich versuche ja gerade deswegen mit dem Buch hier eigentlich rumzurennen, damit ich... Für ihn, irgendwo ist er. Ja, er steht. Ja, er stand vor dir. Jetzt bin ich, glaube ich, tot. Ja, du bist ein Kügelchen. Yay. Aber Weihrauch hat es funktioniert, ne? Der war an. Ja, aber hat nicht funktioniert. Okay, also das schon mal nicht. Dann probiert er. Warte mal, was hatten wir jetzt noch nicht? Salz? Salz und Weihwasser hatten wir noch nicht. Das könnten wir noch probieren. Hm. Weihwasser habe ich gerade in der Hand. Lala. Jetzt sind wir noobig genug, oder? Ja, na endlich. Oh, endlich haben wir wieder das Niveau erreicht, das meine Zuschauer sich auch wünschen und erwarten auf diesem Kanal. Oh, das ist nur für euch, Leute. Nur für euch machen wir das hier. Ey, ist ja auch eine schwierige Karte, finde ich. Die ist halt so riesig. Ich finde hier mal eine Zeichnung irgendwo auf dem Zaun. Also, Gott. Und da brauchst du ja 50 Leute, die hier rumrennen. Alternativ könnte es halt auch noch ein Pentagramm irgendwo auf dem Boden sein. Oh Gott, das ist unmöglich, das ganze Ding hier abzulaufen. Also nicht für vier Leute. Wie findet man das denn mit der Kamera, ne? Hm. Oder dem Neutronengewehr, da auch. Ich muss mal, leider, schwache Blase, ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Ich hoffe, ihr sterbt nicht in der Zeit. Vielleicht wir sind doch. Bin sowieso nur noch ich. Was war das? Was passiert eigentlich, wenn wir alle tot sind? Ich glaube, wir finden es raus, oder? Klingt gut. Das ist die Challenge jetzt. Entität. Okay. Oh, da bist du. Ja, das Fallwasser war's. Du hast ihn getötet. Na toll. Okay. Du könntest uns jetzt theoretisch alle wiederbeleben. Haben wir Willi gehört? Kann ich das? Ja, theoretisch, wenn er einkaufen geht. Glaube ich. Also. Schauen wir mal. Verbrauchsgegenstände. Ich will die nicht mehr wieder raus. Das ist furchtbar. Spawn. Ich habe sogar noch drei Stück cool. da gehabt. Was sind die hier spawnt? Ein Lenf hier wieder da. Oh, da hinten. Bin da. Ja, aber du müsstest... Oh, Lenf hier, wir werden leben. Er hat Medikits gespawnt. Kann man damit wiederbeleben? Ja. Das heißt, erst krönt ein Abschluss, nachdem Serus eben geschafft hat, spielt er auch noch den Lebensretter und wird uns wiederholen. Krass. So, Decker lebt schon wieder und steckt in der Decke. Hilfe. Gut. Hilfe. Das ist schön. Was? Oh, wie schön. Ja, ich lebe auch wieder, glaube ich. Warte, wo bin ich? Wenn du duck dich mal, dann kommst du wieder aus der Decke raus. Also bei mir hat's geklappt. Ja, ich bin außen raus runtergeflogen. Ja. Jetzt müssen wir Lenfir suchen. Ich weiß gar nicht. Oh, nee. Nein. Ich weiß ja, wo sie ist, aber wo ist mein drittes Medikit? Das habe ich hier vorne hingelegt, bevor du mich wiederbelebt hast. Troll. Warte. Entschuldigung, das hast du verdient. Ich such mal Janine. Weißt du noch, wo du ungefähr gestorben bist? Nee, sie sitzt hier am Steuer. Oh mein Gott. Hä? Was? Wieso? Weil ich sie da hingesetzt habe. Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass du zusammen gekauft, wie du da sitzt. Okay. Was habt ihr mit meiner Leiche gemacht?
Wie macht man das? Rechte Maustaste. Mach du. Klappt nicht. Klappt nicht. Vielleicht, weil ich da jetzt so doof liege. Warte mal. Ah, jetzt geht's. Ich glaub doch. Ah, yay. Ich lebe. Ich hab gar nichts. So funktionieren Medikits. Schön. Toll. Und nun? Was machen wir jetzt? Und nun finden wir raus, nun finden wir raus, welcher Geist Weihwasser benötigt. Stimmt. Um besiegt zu werden. Hat es denn funktioniert mit Weihwasser? Ja. Sag mir das doch. Also. Es ist schon mal kein EMF-3-4 und EMF-5 kann es auch nicht gewesen sein. Zeichnung. Es könnte eine Zeichnung im Buch gewesen sein. Okay. Da wäre es Weihwasser. Beim Poltergeist, oder? Ja. Okay. Ja, genau, beim Poltergeist. Und der Poltergeist könnte, würde ja an sich auch passen, ne? Und es könnte Oberflächezeichnung gewesen sein. Denn, wenn ihr also sagt, wahrscheinlich ihr, ist das. Ja, ich wollte sagen, wenn ihr wirklich mit dem Buch da überall rumgelaufen seid und da ist nichts passiert, würde ich auf Oberflächezeichnung tippen, weil dann würde es einfach reichen, dass wir sie einfach nicht gesehen haben. Anstatt Audio vor Ort oder was? Ja, ne? Ja, also Audio vor Ort wäre einfach nur wegen diesem ganzen Geknarz, aber mit Audio vor Ort wäre es ja das Exorzismusbuch am Schreckensursprung gewesen. Alternativ hätten wir ESP, da wäre es aber auch Schreckensbuch, Schreckensursprung. Audio Radio wäre das Totem zerstören, das es nicht gibt. Und sonst haben wir nur noch Temperaturen. Temperatur 0 wäre Weihrauch gewesen. Und Temperatur negativ wäre auch Weihrauch irgendwas gewesen. Das heißt, es bleibt eigentlich nur eine Schrift. Schrift oder Zeichnung? Schrift. Schrift. Nee, warte. Ach doch, warte. Nee, Zeichnung. Zeichnung, Entschuldigung. Genau, eigentlich das ist Oberfläche oder Buch. Buch wäre, glaube ich, dasselbe bei der Zeichnung, genau. Also ich entscheide mich für Oberfläche, weil Buch hat ja nicht funktioniert, also. Ja, das würde ich dann auch sagen. Das Wahrscheinlichste ist dann tatsächlich, dass es einfach in irgendeiner Ecke was war. Und ich da mit der Kamera nicht hingeleuchtet habe, solange jemand anderes die Kamera hat, der auch nicht versehentlich in die Ecke geleuchtet hat, weil es muss ja wirklich nur an der Wand sein, außen, wenn man innen drin guckt oder umgekehrt. Also gut, also also wir haben jetzt alle eingeloggt. Poltergeist? Ja. Ja. Oberfläche Zeichnung? Mhm. Ja. Fliegen? Ja. Und beim Analyzer 1NL120? Ja. Okay. Ja. Gut. So, dann. Und wir leben alle wieder. Yay. Schmeiß ich mal den Wagen an. Tu das. Na, mal sehen. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Ich auch. Der hier! Errungenschaft! Das hat gestimmt! Wow! Okay, cool! Wir sind so gut im Raten. Leute, ich wollte das Niveau, was meine Zuschauer erwarten. Das hier geht nicht. Okay, lass es mich anders ausdrücken. Wir sind doch fast alle gestorben. Wir sind so gut darin, das Spiel zu cheesen und einfach durch Zufall und Deduktion quasi auf das richtige Ergebnis zu kommen, statt richtig zu spielen. Ja, Leute, also so kann man es auch machen. Also das ist die noobige Spielvariante dieses Spiels. Da, ja, doch, das kann man so nehmen. Ja, ja, damit bin ich zufrieden. Das kann ich anbieten. Mhm. Sehr gut. Gut, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Bye.